Im heutigen Video geht es um das Thema Trading-Strategie für Berufstätige. Ich erkläre dir, was es zu beachten gibt, um als Berufstätiger erfolgreich an den Finanzmärkten traden zu können. Anschließend werde ich dir eine Strategie vorstellen, die auch ich in meinem Trading verwende. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib unbedingt dran. Viel Spaß beim Anschauen des Videos. Du kennst das Problem. Du willst neben dem Job an den Finanzmärkten Geld verdienen, doch stehen dir zeitliche Hindernisse im Weg. Dein Beruf beansprucht einen Großteil deiner Zeit. Aber auch deine familiären Verpflichtungen sowie deine Freizeitaktivitäten setzen dir zeitliche Grenzen, die das Trading erschweren. Das schnelle Überprüfen deiner Positionen oder das Öffnen neuer Trades ist in dieser Situation kaum umsetzbar. Aber da gibt es eine Lösung und die heißt Swing Trading. Es handelt sich dabei um einen Trading-Stil, der es dir ermöglicht, nebenbei erfolgreich zu traden, ohne dabei deine anderen Verpflichtungen zu vernachlässigen. Vergleichen wir mal kurz das Swing Trading mit anderen Trading-Stilen. Swing Trading unterscheidet sich grundlegend vom Daytrading, vom Scalping oder von der langfristigen Anlage. Der entscheidende Unterschied liegt im gewählten Zeitrahmen für die Trades und in der Dauer, für die du die Position aufrechterhältst. Beim Swing Trading nutzt du ein mittleres Zeitfenster. Dieser Trading-Stil basiert auf dem Tageschart, wobei ausschließlich die Schlusskurse des Tageschart von Belang sind. Ein Swing Trader hält eine Position in der Regel für einige Tage, in Ausnahmefällen aber sogar einige Wochen. Als Swing Trader konzentrierst du dich hauptsächlich auf End-of-Day-Kurse. Das bedeutet, dass es völlig ausreicht, dass du deine Position lediglich einmal am Tag überprüfst, anpasst oder die Parameter änderst. Im Vergleich dazu gibt es die Daytrader. Daytrader halten ihre Position sehr kurzfristig. Ein Trade wird in der Regel mehrere Stunden gehalten. Und es werden alle Trades innerhalb eines Tages ge- und verkauft. Die Position über Nacht zu halten bildet hier eine Ausnahme. Als nächstes gibt es noch das Scalping. Ein Scalper bewegt sich in Minuten, Sekunden oder im Tick-Bereich. Trades werden in der Regel nur wenige Sekunden oder wenige Minuten gehalten. Ein aktiver Scalper handelt am Tag teilweise über 100 Positionen. Wenn du dich für das Daytrading oder das Scalping entscheidest, wirst du feststellen, dass du während der Börsenöffnungszeiten permanent präsent sein musst. Man muss immer ein Auge auf die Märkte haben und die offenen Positionen überwachen. Diese Herangehensweise erfordert eine hohe mentale Anstrengung und kann physisch sehr belastend sein. Die Gewinnmargen pro Trade sind äußerst knapp und bewegen sich häufig im Bereich von Bruchteilen von Centbeträgen. Dies bedeutet, dass du große Positionen halten musst, um überhaupt einen Gewinn zu erzielen, nachdem Gebühren und Provisionen abgezogen wurden. Daytrading und Scalping sind daher keine geeignete Option für Berufstätige. Im Gegensatz dazu erfordert Swing Trading wesentlich weniger Zeit, hauptsächlich in den Abendstunden nach Schließung der Börsen. Es bedeutet aber auch eine geringere mentale Belastung im Vergleich zu anderen Trading-Stilen wie Scalping und Daytrading. Swing-Trader sollten vor allem in starken volatilen Marktphasen und in wenig liquideren Märkten sich aus dem Markt fernhalten. In sehr starken volatilen Marktphasen, denen die täglichen Kursschwankungen extrem sind, erhöht sich das Risiko, aus einer Position herausgestoppt zu werden. Oder es wird erforderlich, sehr weit entfernte Stop-Kurse zu setzen, was das Chance-Risiko-Verhältnis unverantwortlich klein werden lässt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man immer mit einem guten Risiko- und Money-Management arbeitet. Das heißt so viel wie der Trader sollte immer mit der richtigen Ordergröße angepasst an sein verfügbares Kapital handeln. Auch wichtig ist dabei, dass man immer mit einem Stop-Loss tradet. Ein Stop-Loss schützt den Trader vor größeren Verlusten und vor dem Totalverlust des Handelskontos. Der Stop-Loss sollte immer kombiniert werden mit der richtigen Ordergröße. Profi-Trader riskieren pro Trade selten mehr als 1-3% ihres Handelskontos. Teilweise sogar nur 0,5%. So ist garantiert, dass man auch bei einer Verlustserie von mehreren Trades hintereinander nicht das Konto halbiert oder komplett platt macht. Wenn ein Trader die Hälfte seines verfügbaren Kapitals verliert, muss er anschließend eine 100% Rendite traden, um wieder auf den Ausgangswert zu kommen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer und sollte aus diesen Gründen möglichst vermieden werden. Kommen wir nun zur versprochenen Strategie. Diese Strategie wende ich auf den S&P 500 im Tageschart an. Diese Strategie ist in der Umsetzung relativ einfach und kommt nur mit zwei Indikatoren aus. Man kann diese Strategie sicherlich auf andere Basiswerte umsetzen, es muss aber vorher getestet werden. Als erstes legen wir uns den S&P 500 in den Chart. Als Indikatoren benötigen wir den 200-Tages-Simple-Moving-Average. Diese Strategie wird von mir nur im Tageschart getradet. In kleineren Zeitfenstern bekommt man zwar mehr Signale, aber die Anzahl der Verlusttrades steigt enorm. Am saubersten funktioniert es im Tageschart. Wenn ihr da andere Erkenntnisse habt, könnt ihr es gerne ins Kommentarfeld schreiben. Die 200-Tage-Moving-Average-Linie sorgt dafür, dass wir nur Trades handeln,
wenn der Markt sich in einem Aufwärtstrend befindet. Es werden nur Long Trades eingegangen. Für diejenigen, die vielleicht neu sind im Trading, Long Trades bedeutet, wir setzen nur darauf, dass der Markt nach einem Einstieg steigt. Den zweiten Indikator, den wir benötigen, ist der RSI. Ausgesprochen ist das der Relativstärke-Index. Der RSI ist ein Oszillator, welcher zwischen 0 und 100 hin und her schwankt. Bei einem Wert von 0 gilt der RSI als überverkauft und bei 100 als überkauft. Beim RSI gehen wir in die Einstellung und geben die Periode 5 ein. Was wir nun machen müssen, ist, wir suchen einen Markt, der sich in einem Aufwärtstrend befindet. Denn wir wollen in Trendrichtung nach oben einen profitablen Long-Einstieg finden. Der S&P 500 befindet sich für diese Strategie im Aufwärtstrend, wenn er über der 200 Moving Average ist. Und nur wenn das der Fall ist, wird auch ein Trade eingegangen. Befindet sich der Markt unter der 200er Durchschnittslinie, dann ruht die Strategie und wir machen in dieser Zeit gar nichts. Was wir jetzt noch brauchen, sind drei Linien im RSI-Indikator. Dazu gehen wir in die Einstellung des RSI und geben drei Ebenen ein. Einmal die 20, dann brauchen wir noch die 50 und die 80er Ebene. Wenn wir das alles gemacht haben, dann kann es auch schon losgehen. Jetzt suchen wir uns einen Einstieg. Der Einstieg erfolgt dann, wenn der Kurs, wie erwähnt, über der 200 MA ist und der RSI-Index unter die 20er Marke fällt. Hier im Beispiel sieht man einen mustergültigen Long-Einstieg. Der RSI rutscht unter die Marke von 20 und der Kurs ist immer noch über der 200er MA. Wichtig ist immer, ein Stop-Loss in den Markt zu setzen. Da wir bei dem Trade von einer Trendfortsetzung ausgehen, legen wir unseren Stop-Loss unter das letzte markante Tief. Wenn nämlich dieses Tief unterschritten wird, müssen wir davon ausgehen, dass der Aufwärtstrend beendet ist. Zum Nachvollziehen lege ich unter das letzte Tief eine rote Stop-Loss-Linie. Der Einstieg wird hier im Beispiel durch die blaue Linie im Chart dargestellt. Unser Stop-Loss befindet sich hier im ersten Beispiel bei ca. 109 Punkten vom Einstieg entfernt. Wichtig ist dabei, dass man, wie vorhin schon erwähnt, nicht zu große Positionen handelt. Die Anzahl der Kontrakte sollte immer zur Größe des Kontos angepasst werden. Ein vernünftiges Risk- und Money-Management sollte dabei beachtet werden. Nun sind wir also in unserem ersten Trade. Wann aber steigen wir aus? Da gibt es nun mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit des Ausstiegs ist, wenn der RSI-Index über die 50er Marke läuft. Dann gibt es einmal die Möglichkeit, den Trade jetzt komplett zu schließen. Die zweite Möglichkeit, und das ist auch die, wie ich vorgehe, ist, man nimmt einen Teil des Gewinns mit, und zwar 50%, und schließt die Hälfte der Position, wenn der RSI-Index die 50er Marke erreicht. Hiermit reduziere ich die Position um die Hälfte und somit auch das Risiko und setze mit den restlichen 50% darauf, dass der Markt einen weiteren Aufwärtstrend fortsetzt. Wenn der Markt nun weiter nach oben läuft und der RSI-Index die 80er Marke erreicht, dann schließe ich wiederum die Hälfte der vorhandenen Position. Somit halte ich jetzt noch 25% der eigentlich eingegangenen Position. Der Stop-Loss wird jetzt nach Markttechnik immer wieder nachgezogen, solange bis der Trade ausgestoppt wird. Immer dann, wenn der Markt ein neues Zwischenhoch erreicht und das vorherige Hoch überschreitet, wird der Stop-Loss unter das letzte Tief nachgezogen. Wenn man diese Vorgehensweise wählt, muss der Anfangsstops erstmal da belassen werden, wo er war. Schauen wir uns dazu mal an, wie sich an unserem Beispiel der Trade entwickelt hätte. Man sieht wie in unserem Beispiel, dass der Markt zunächst einmal zwei Tage nach unserem Einstieg erstmal fällt, bis auf die 200er Durchschnittslinie. Danach sehen wir ein starkes Gap nach oben und die 50er Marke beim RSI ist fast erreicht worden. Ein Tag später wird diese dann erreicht, wo wir einen Teilverkauf vornehmen. An diesem Punkt schließe ich 50% der Position. Am 10. Tag springt der S&P 500 mit dem RSI-Indikator an die 80er Linie. Dort könnte man entweder die weiteren 50% komplett verkaufen oder man verkauft nur die Hälfte, so wie ich es mache, und spekuliert mit den letzten 25% weiter darauf, dass sich der Trend nach oben weiter fortsetzt. Da geht man jetzt wie folgt vor. Wenn der Markt ein neues Zwischenhoch erreicht, wird der Stop-Loss einfach unter das letzte markante Tief nachgezogen. Immer wenn wir im Aufwärtstrend eine kleine Korrektur sehen und dann anschließend ein neues Hoch gemacht wird, ziehen wir den Stop-Loss unter diese Korrektur nach. Das machen wir so lange, bis der Trade ausgestoppt wird. Wenn in der Zwischenzeit ein neues Einstiegssignal auftaucht, können wir wieder, genauso wie am Anfang erwähnt, in den Markt reingehen. Unsere laufende Position wird einfach weiter per Stop-Loss nachgezogen und damit gemanagt. Und da unsere Position um Gewinn ist, kann eine weitere Position eröffnet werden. Somit baut man durch das sogenannte Pyramidisieren in dem Trend eine weitere größere Position auf, die immer mehr Gewinn einbringt.
Und durch die Teilgewinne an der 50er Marke und an der 80er Marke nimmt man immer zwischendurch weitere Gewinne mit. Wichtig dabei zu beachten ist aber, dass die offenen Positionen mit ihren Stop-Loss-Ordern im Gewinn sein müssen. Somit ist garantiert, dass man durch das Eröffnen neuer Positionen keine weiteren größeren Risiken eingeht. Wenn euch das Video weitergeholfen hat und euch gefallen hat, vergesst es nicht zu liken. Ich bedanke mich fürs Anschauen des Videos. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.